Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Wohnungsbaugipfel in Berlin. Vor dem Treffen mit Branchenvertretern kündigte die Bundesregierung unter anderem günstige Kredite für mehr Familien an. Strengere Vorgaben zur Gebäudeisolierung werden laut Wirtschaftsminister Habeck zurückgestellt. Im ARD-Morgenmagazin warnte Bauministerin Geiwitz aber vor zu hohen finanziellen Erwartungen. Debatte wegen hoher Flüchtlingszahlen. Bundesinnenministerin Faeser lehnte in der ARD eine Obergrenze für Migranten ab und verwies auf das Individualrecht auf Asyl. CSU-Chef Söder hatte gefordert, jährlich maximal 200.000 Geflüchtete in Deutschland aufzunehmen. Grünen-Politiker Hofreiter sagte, schnell helfen könne Geld, Entbürokratisierung und schnelle Arbeitserlaubnisse, alles andere seien Parolen. Russische Angriffe auf Odessa. Medienberichten zufolge wurde in der südukrainischen Hafenstadt ein großes Gebäude getroffen und in Brand gesetzt. In der gesamten Ukraine herrschte in der Nacht vorübergehend Luftalarm. Beobachter sehen in dem Angriff einen Vergeltungsschlag für die ukrainische Attacke auf der Krim. Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz beginnt. Die 65 Bischöfe der katholischen Kirche in Deutschland beraten bis einschließlich Donnerstag in Wiesbaden. Themen sind unter anderem der Missbrauchsskandal, der innerkirchliche Reformprozess und die anstehende Weltsynode in Rom. Ende des Autorenstreiks in den USA in Aussicht. Man habe eine vorläufige Einigung mit den Studios erzielt, teilte die Gewerkschaft mit. Die finale Abstimmung stehe aber noch aus. Die Drehbuchautoren fordern unter anderem mehr Geld und eine Regelung für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und hier noch das Wetter. Heute nach Auflösung örtlicher Frühnebelfelder viel Sonnenschein bei dünnen Schleierwolken oder lockeren Quellwolken über den Bergen bei Höchstwerten von 17 bis 24 Grad.